Name ist Peter Fischer. Willkommen bei meiner ersten Folge von Guitar TV. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das heißt Hybrid Picking, also das Spielen mit Plättchen und Finger. Einen guten Einstieg ins Hybrid Picking bekommt man mit Banjo Rolls. Das ist der Versuch der E-Gitarristen in der Country-Musik, diese flüssigen Begleitmuster der Banjo-Spieler der klassischen Country-Musik auf die moderne Country-Musik zu übertragen. Es wird mit Plättchen und Fingern gespielt und Banjo Roll bedeutet das Abrollen der Finger. Ich werde das gleich nochmal im Detail zeigen, aber ungefähr handelt es sich um sowas. Sind beim Hybrid Picking jetzt erstmal so ein bisschen nebensächlich. Das ist ein ganz einfacher Griff, sowas wie so ein Country G. Ihr greift mit dem Zeigefinger H-Seite dritte Bund den Ton D und der Rest ist, wie gesagt, mehr oder weniger so eine kleine Klaue hier. Mit dem Mittelfinger auf das Fis, D-Seite vierte Bund und dann später mal mit dem Ringfinger auf das G aufhämmern. Nun zur rechten Hand. Die ersten beiden Töne sind Fis und G. Es wird mit dem Plättchen angeschlagen und dann ein Hammer-on von Fis auf G. Jetzt kommt der Mittelfinger der rechten Hand ins Spiel. Und das sind die ersten vier Töne. Er beginnt mit dem Ringfinger der rechten Hand. Der spielt die H-Seite mit dem hohen D. Und dann kommt der Roll. Es handelt sich also um 8 Töne, die nacheinander gespielt werden. Das erste Viererpäckchen und dann das zweite Viererpäckchen. Zusammengefügt. Was meines Erachtens nach sehr wichtig ist, dass man nicht die klassische Handhaltung der rechten Hand einsetzt, wie man sie bei der Konzertgitarre zum Beispiel nehmen würde, also mit einem gebeugten Handgelenk, sondern das Handgelenk flach halten, Handballen auf die Brücke und möglichst kleine Bewegungen der rechten Hand spielen. Es hilft übrigens enorm, wenn man beim Hybrid Picking und bei diesen Country Banjo Rolls einen relativ stramm eingestellten Kompressor einsetzt. Ich habe einen ganz einfachen, handelsüblichen Boss-Kompressor jetzt dran. Und ein bisschen so ein kurzes Slapback-Delay, so mit 150, 160 Millisekunden, habe ich auch eingesetzt. Es gibt so den typischen Country-Sound. Und der nächste Schritt ist halt, dass man diesen Banjo-Roll, den wir jetzt gerade hatten, einfach mal dieses Fingering-Shape, was ich jetzt an der linken Hand habe, einfach mal nach gut dünken verschiebt. Einfach mal zum Beispiel einen ganzen Ton tiefer. Oder mal hoch auf C. So, das war's schon. Das war meine erste Folge für Guitar TV zum Thema Hybrid Picking. Ich hoffe, ihr seid genauso country-infiziert wie ich und wir sehen uns bald wieder hier.